ins Deutsche übertragen. Und ich schlage vor, sollten nachträglich noch einzelne individuelle Klärungsfragen bestehen, dass wir uns direkt an den Referenten wenden. Ansonsten werden wir vielleicht die Möglichkeit haben, je nach Länge des Vortrages 1, 2, 3 Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. The talk of today is going to the title of the talk of today is The Khawarij of Today Understanding the Threat of ISIS, the threat that ISIS poses to Muslims and non-Muslims. Der Titel des heutigen Vortrages ist die Khawarij von heute, die Bedrohung verstehen, die ISIS für Muslime und Nicht-Muslime darstellt. I will be using the word ISIS or Daesh, which is also called, known by this name. Ich werde synonym die Begriffe ISIS oder Daesh verwenden, unter denen das Phänomen jeweils bekannt ist. The first thing I want to talk about is to understand what means this word that I've said at the beginning, Khawarij. Khawarij. Als erstes möchte ich gerne den Begriff erklären, den ich zuerst eingeführt habe, das Wort Khawarij. And I'm not going to get into a definition of the word. What I'm going to do is to mention the sayings, the hadith, the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam concerning this group of people, this movement. Zum Verständnis werde ich die Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam anführen, die zum Verständnis dieser Bewegung, dieser Gruppe beitragen. This movement called known as al-Khawarij. Diese Bewegung, die als Khawarij bekannt geworden ist. This is the first part of my talk is about what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about it. So, and I'm going to mention between 8 and 9 hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Majority of them are from the book of Imam al-Bukhari and Imam Muslim. Der erste Teil meines Vortrages wird sich diesen Hadithen widmen zum Thema Khawarij. Das werden 8 bis 9 sein und sie stammen alle aus den Hadithbüchern von Imam al-Bukhari und Imam Muslim. And as you know, is the two most authentic collections of hadiths of the Prophet of narrations about the sayings and the deeds of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie Sie wissen, beide Bücher sind die anerkanntesten Werke, in denen sowohl die Aussagen, aber auch die Taten des Propheten aufgezeichnet wurden. First hadith I'm going to mention is hadith narrated by Jabir ibn Abdullah that reported that a person came to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam at a place called Al-Jirana. Das erste Hadith, was ich erwähnen werde, ist ein Hadith, was von Jabir ibn Abdullah überliefert wurde, über eine Person, die zum Gesandten Allahs bei einem Ort namens Al-Jirana kam. And this is after a battle that took place in Hunain. Und das war, nachdem eine Schlacht an einem Ort namens Hunain stattfand. There was in the clothes of Sidna Bilal, radiallahu anhu, some silver. In der Kleidung von Sidna Bilal befanden sich einige Silberstücke. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam took a handful out of that and gave it to some people. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nahm einiges von diesem Silber und gab es einigen Leuten. When this happened, a person who was there said to the Messenger of Allah. Und als dies geschah, sagte eine der anwesenden Personen zum Gesandten Allahs. And I will say it in Arabic and then I will say it in English. Ya Muhammad, a'dil. Muhammad, do justice. Und er sagte zu dem Gesandten Allahs, Muhammad, sei gerecht. You have to use the tone as well. Right? Okay. Er sagte, Mohammed, sei gerecht. Because it is important the way he said it. Es ist wichtig, weil um zu vermitteln, auf die Art und Weise zu vermitteln, wie er das gesagt hat.
The Prophet sallallahu alaihi wasallam answered him and he said, "Waylak," which means "Woe be upon you." Und der Gesandte Allah sah, "O wehe dir." Who will do justice if I do not do justice? Und wer könnte gerecht sein, wenn ich nicht gerecht bin? And you will be very unfortunate and a loser if I don't do justice. Und ihr wäret sehr unglücklich und sehr 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 großer Verlierer, wenn ich nicht gerecht wäre. Upon this, Umar bin Khattab radiallahu anhu said to the Prophet. Daraufhin sagte Umar ibn al-Khattab zum Propheten: "Permit me to kill this hypocrite." Er sagte: "Erlaube mir, diesen Heuchler zu töten." Now, somebody will. This is my comments about the hadith now. Und das jetzt meint, jetzt kommt mein Kommentar auf dieses Hadith. Somebody will think that this is Sidna Umar getting angry only and saying, "I want to kill this hypocrite." Man könnte meinen, Sidna Umar wäre einfach nur wütend geworden, und wollte diesen Heuchler töten. But you have to understand that Sidna Umar, radiallahu anhu, was a great man. He was called Al-Faruq. Aber Sie müssen verstehen, dass Sidna Umar ein großer Mann war. Er war bekannt unter dem Namen Al-Faruq. And this is because he could distinguish what is right from what is wrong. Das kam daher, weil er unterscheiden konnte zwischen dem, was richtig ist und was falsch ist. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him this name. Diesen Namen hat er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erhalten. And he was very accurate when he said hypocrite and called this person a hypocrite. Und er war sehr genau in er war sehr genau in seiner Beschreibung, als er diese Person einen Heuchler, einen Munafiq nannte. Now, I'm not going to say more about this bit. I'm going to go back to this bit later. Ich werde über diese Begebenheit nichts mehr sagen, sondern später zu ihr zurückkehren. The answer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I seek protection of Allah from people saying that I kill my companions." Und der Gesandte Allahs sagte, ich suche Zuflucht vor den Leuten, die sagen, ich würde meine Gefährten töten. Certainly this man and his companions will recite the Quran, but it would not go beyond the throat. Wahrlich, diese Leute werden den Koran rezitieren, aber er wird nicht über die Kehle hinausgehen. And they swear from it, means they will pass through the Quran and leave it. Yamruquna, in Arabic is yamruquna minhu, means that they pass through without stain. Pass through without stain in it. Yamruquna minhu, just as the arrow goes through the prey. Und sie werden aus ihm hinaustreten, so wie der Pfeil durch die Beute hindurchschießt. The meaning of it is that they recite the Quran, but nothing of it remains in them. The similarity that the Prophet sallallahu alaihi wasallam makes with the arrow is that when an arrow is shot to a prey, it goes with such a speed and strength that goes through the prey. And when you take the arrow and you look at it like this, nothing from the inside of that animal is in the prey, neither in the tip of it, nor in the shaft of it, not at the end of it, nothing. It's clean from any kind of blood or any kind of residue, biological residue from this fluid, from this animal. This is how he is making this similarity with the arrow. Goes through it, and you look at it, and because of the speed and strength, nothing is in it. So nothing has remained in them from the Quran despite the recitation. Und die Bedeutung des Gleichnisses ist, dass sie durch den Islam hindurchgetreten sind, ohne dass eine Spur der Koranrezitation ihnen verbleibt. Und das ist eben schön erkennbar an diesem Beispiel des Pfeils, der mit solcher Kraft und solcher Geschwindigkeit durch die Beute hindurchgeschossen wird, dass, wenn man ihn danach aufhebt, weder an der Spitze noch an dem Schaft noch am Federende irgendwelche Körperflüssigkeiten, irgendwelche Rückstände des Tieres selber zurückbleiben. Now you have to, there are some points that you'll have to take note of it, because I'm going to go back to them further if we have time. One is the words of Sayyidina Umar when he calls this man a munafiq.
And the second is this yamruquna minhu, this passing through it, and not no residue remaining in it. This is also important. All the matter of the wording is very important and very precise in here. Ich möchte ganz kurz auf zwei Aspekte verweisen, auf die ich zurückkommen werde, wenn ich die Zeit dazu habe. Das eine ist, dass Sidna Omar diesen Mann als Munafiq, als Heuchler bezeichnete. Und das andere ist, auch hier muss man sprachlich sehr genau aufpassen, dass durch die Beute hindurchschießen des Pfeils. Now, this hadith is in, that I've just mentioned is in Muslim. Das erwähnte Hadith findet sich in der Hadith-Sammlung von Muslim. There is another account also in Muslim from the same event with a small variation. Es gibt ein weiteres Hadith in Muslim über das gleiche Ereignis mit einer gewissen Variation. Here the man says Muhammad ittaqillah ya Muhammad. Taqillah ya Muhammad. Muhammad, fear Allah. Und hier sagt der Mann, Muhammad, fürchte Allah. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam answers and says, if I disobey Allah, who would then obey him? Have I not been sent as the most trustworthy among the people of the world, but you do not trust me? Und wer sollte gottesfürchtig sein, wenn, wenn ich es nicht bin? Bin ich nicht als der... Wer würde dann Allah gehorchen? Wenn ich Allah ungehorsam bin, wer würde ihm dann gehorchen? Bin ich nicht gesandt worden als der vertrauenswürdigste unter den Leuten der Welt? Aber ihr vertraut mir nicht. That person then went back, and a person among the people, means the Sahaba, sought permission of the Prophet to execute him. Diese Person zog sich zurück und dann jemand aus den Gefährten, aus den Prophetengefährten, ersuchte um die Erlaubnis, diese Person zu töten. In this narration, instead of being Umar ibn Khattab radiallahu anhu, is Khalid ibn al-Walid. In dieser Variante der Überlieferung ist die Person nicht Umar ibn al-Khattab, sondern Khalid ibn al-Walid. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam again prevents him from doing that. Erneut hindert der Gesandte Allahs einen Gefährten daran, dies zu tun. And then he makes his famous prophecy. Und dann macht er seine bekannte Prophezeiung. And he said, from this very person's posterity, there would arise people who will kill the followers of Islam and who would spare the idol worshippers. Aus der Nachkommenschaft dieser Person werden Leute hervorkommen, die die Anhänger des Islams töten und die Götzenanbeter in Frieden lassen. They would glance, means go through the teachings of Islam so hurriedly, just as the arrow passes through the prey. Und sie werden durch die Lehren des Islams rasen, wie der Pfeil durch die Beute jagt. And then he says, لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَاد. If I were to ever find them, I would kill them like Ad. Und sollte ich sie jemals finden, würde ich sie töten wie die Leute von Ad. Now here it points to essential in the wording of this hadith is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam tells this man, Allah has made ayamanuni Allahu ala ahli al-ardi fala ta'amanuni. He says, Allah has put trust in me, has made me trustworthy or putting under my trust the people of the earth, but you do not trust me. Der entscheidende Punkt hier ist, dass der Gesandte Allahs sagt, Allah hat mich zur vertrauenswürdigsten Person der Welt werden lassen, aber du vertraust mir nicht. So this man basically is denying an essential attribute that is obligatory to believe regarding the messengers, which is al-amana, trustworthiness.
Und dieser Mann leugnet ein essentielles Element des Glaubens an die Gesandten, nämlich, dass die Gesandten vertrauenswürdig gemacht wurden. So, just take this as a note, because we're coming back to it. Auch das, ich möchte Sie bitten, auch das im Hinterkopf zu behalten, da wir dahin zurückkehren werden. Then he explains how these people are going to be murderers of Muslims. Denn ich werde erklären, wie diese Leute zu Mördern von Muslimen werden. And then he says about them that if I meet them, if I find them, I will kill them as Ad, which is this nation which was exterminated by Allah subhanahu wa ta'ala because of their behavior and disbelief. Und dann sagt er, würde ich sie auf sie treffen, würde ich sie töten wie Ad. Und Ad ist dieses Volk, was im Koran erwähnt wird, von dem Allah, das Allah ausgelöscht hat wegen seines Verhaltens und seiner Glaubensüberzeugung. Now in another narration from other hadiths, instead of Ad is Thamud, which is another nation which was exterminated. Und in einer anderen Variation des Hadiths wird von dem Volk der Thamud gesprochen. Das ist ein weiteres Volk, was historisch was untergegangen ist. Now we go to another hadith. This other one it appears both in Bukhari and Muslim. Wir gehen jetzt zu einem anderen Hadith, das sowohl in der Sammlung von Al-Bukhari als auch in der Sammlung von Imam Muslim Erwähnung findet. It's narrated by Abu Sa'id al-Khudri. Überliefert wurde es von Abu Sa'id al-Khudri, that the Prophet said, dass der Gesandte Allahs sagte, there will appear the wording is essential here. And Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, and Imam Muslim, both of them, they make a point. He says, يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا. They will appear in this nation. And then Bukhari says, not from this nation, in this nation. And it's a very fine point. Und jetzt, wir kommen an einen sehr wichtigen Punkt, da sind Imam Muslim und Imam Bukhari sehr genau bei der Sprache und legen sich auch Wert drauf. Es heißt, das Hadith, es wird jemand in diesem Volk erscheinen. Also Imam Bukhari erwähnt ausdrücklich, dass es nicht heißt von diesem Volk. I don't know the translation of German, but I hope that that element is conveyed very precisely, because it's in, not from. Ich hoffe, dass sich das in Deutsch so, dieses essentielle Unterschied so vermitteln lässt, weil es heißt nicht von, sondern in diesem Volk. A group of people whose prayer will make you look down upon yours means that their prayer will look higher than your prayer. Eine Gruppe von Leuten, deren Gebet dich veranlasst, dass du an dir herabblickst, was bedeutet, ihr Gebet erscheint höher als dein eigenes. And your fasting will make you look down upon yours. Und deren Fasten auf dein eigenes Fasten herabblicken lässt. They will recite the Quran, which will not exceed, mean pass their throats. Und sie werden den Koran auf die Art und Weise rezitieren, dass er nicht über ihre Kehle hinausgeht. And again, he makes the same thing that we said about any trace remaining. And then there's a point at the end, and he says, and finally, he says in Arabic, "Fayutamara fil fuma," means there will be doubts whether at the back of the arrow, you know, where the feathers are, then you will doubt whether there's something remain or not. Like the hunter who throw that arrow will look at the arrow if there is any trace of fluid of the animal. He won't see anything, but at the end he say, well, maybe, probably something at the end. Und er Entschuldigung, er führt dann das gleiche Gleichnis vom Pfeil an, mit dem sehr bedeutsamen kleinen Unterschied, dass es dann heißt, aber vielleicht wird er am Ende des Pfeils, dort wo die Federn aus dem Schaft hervortreten, vielleicht einen kleinen Rückstand finden. And this is a recurrent element about some declarations of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where they say nothing remains and then something probably, but there is a doubt. Very unlikely. Und das ist ein Unterschied. Einerseits, dass der Gesandte Allahs sagt, es wird nichts zurückbleiben. Und dann an dieser Stelle eben, es wird vielleicht ein kleiner Rest bleiben, aber darüber besteht Zweifel. Then in another hadith, also in Bukhari and Muslim, this is hadith number 4.
The Prophet says, and again the wording is essential. There would arise سيخرجوا قوم في آخر الزمان في آخر الزمان. I say, some people will arise in the end of time. Mm-hmm. Und es gibt ein weiteres Hadith in Muslim und Bukhari. Auch hier ist die Wortwahl sehr wichtig, in dem der Gesandte Allah sagt, es werden Leute hervorkommen am Ende der Zeiten. He says in Arabic, أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. They will be young in age and immature in thought. Und die jung in Lebensjahren sind und unreif in ihrem Denken. They would talk in such a manner as if their words are the best among the creatures. Aber sie werden auf eine Art und Weise reden, als wären ihre Worte die besten aller Geschöpfe. Again, he says the same thing about the Quran not going through the throats and that they will pass through the religion as the arrow goes past the prey. The same thing. Und er wiederholt der Koran, die Rezitation, die nicht über die Kehle hinausgeht, und das Gleichnis des Pfeils. And then he says, and he says in Arabic, فَأَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. This is a very strong word, and I need to make some clarification. He says, so when you meet them, kill them. For in their killing, you will get a reward with Allah on the Day of Judgment. Und am Ende fällt die sehr, sehr starke, sehr massive Aussage, über die ich noch was sagen muss, wo es heißt, also wenn ihr auf sie trefft, dann tötet sie, denn in ihrem Töten erhaltet die eine Belohnung mit Allah, bei Allah, am Tage des jüngsten Gerichts. Now, I have to make just a clarification, so you don't go out of the mosque now saying, where I'm going to kill somebody. Also ich muss das natürlich klarstellen, damit niemand auf den Gedanken kommt, die Moschee zu verlassen, um jemanden, damit er jemanden töten kann, um diese Belohnung zu erhalten. This is being recorded and Sheikh Ali is promoting killing people. Und dann das wird aufgezeichnet und dann erhält man den Eindruck, Sheikh Ali würde das Töten von Menschen befürworten. These are the Prophet sallallahu alaihi wasallam is speaking to the people who have authority in Islam, the rulers and the governors of the Muslims, how they should deal with people like that. Der Gesandte Allahs spricht hier an dieser Stelle zu den Regierenden, zu den Herrschern im Islam, zu denjenigen Leuten, die Autorität haben, über andere zu herrschen, andere zu regieren. It doesn't mean that we are now vigilantes and we go around and hunting people. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier Lynchenmobs bilden sollen, um Leute zu jagen. In another hadith, this is in Al-Bukhari, the Prophet, this is narrated by Yusayr ibn Amr, who asked Sa'd ibn Hanif, did you hear the Prophet saying anything about the Khawarij? Und in einem Hadith, das von Amr ibn Yasir überliefert wurde, der fragte Sa'd ibn Hanif, hast du vom Gesandten Allahs gehört, dass er irgendetwas über die Khawarij sagte? And then, I'm not going to mention the whole hadith because some of the things in the hadith we've already said. Just the important point of it is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he mentioned these people, he فأهوى بيده قبل العراق. He said he pointed with his hand towards Iraq, saying that these people will appear there. Und er wird nicht die Teile des Hadithes wiederholen, wo vorher gesagt ist erschien, aber was er erwähnt ist, dass der Gesandte Allahs sagte, die Leute werden aus dem Irak kommen und zeigte in Richtung mit seiner Hand des Irak. So, remember, is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and he is prophesizing. Erinnern wir uns daran, das ist der Prophet des Islams und er prophezeit. In another hadith, here, this is in Sahih Muslim, again he says, it's variations of the same thing, but then he says, they will pass out the prey, speaking about the arrow, and shall never return to it. ثُمَّ لَا يَعُدُونَ فِيهِ, speaking about
about the deen, they will not return. In einem anderen Hadith bei Imam Muslim findet sich eine ähnliche Wortwahl und dann über den Pfeil heißt es, sie werden durch die Beute hindurchgehen und nicht zurückkehren. And then he adds, hum sharrul khalqi wal khaliqa. They are the worst of men and the worst of animals. Und dann fügt er hinzu, sie sind die schlimmsten unter den Menschen und die schlimmsten unter den Tieren. In another hadith, this is in Abu Dawud and Imam Ahmed, Musnad Imam Ahmed and Al-Hakim in his Mustadrak. In einem, ich werde jetzt ein weiteres Hadith anführen, das ist bei Abu Dawud, bei Abu Dawud, bei Musnad eben, Imam Ahmed. Ahmed and Mustadrak of Al-Hakim. And Mustadrak Al-Hakim. He says, they call, speaking again, then they call to the Book of Allah, though they do not belong to it in the slightest. Und darin heißt es, sie rufen zum Buch Allahs auf, obwohl sie nicht im geringsten dazugehören. يدعون الى كتاب الله وليس من And then he says whoever fights them is closer to Allah than them. Und dann sagt er, wer immer sie bekämpft, ist näher bei Allah als sie. In another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, and this one is in Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Imam Ahmad, is a sahih hadith sahih. In einem anderen sahih hadith, das bei Tirmidhi, Imam Ahmad und anderen erhangen ist. He says about the Khawarij that they are the worst who are killed under the sky. Und darin sagt er die Khawarij, über die Khawarij, sie sind die Schlimmsten, die unter dem Himmel getötet werden. He says about them, they are kilab ahli nar, the dogs of hell. Er sagt, sie sind die Leute, sie sind die Hunde der Hölle. He says, قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. They were Muslims. And they became disbelievers. Und sie waren Muslime und wurden Ungläubige. And in the last hadith. Und im letzten Hadith heißt es. Again, this is narrated by Sidna Ali radiallahu anhu. Und das wurde überliefert von Sidna Ali. And he's a Muslim. Und findet sich in der Hadith-Sammlung von Muslim. He says, he calls them. About the Khawarij, أبغض خلق الله إليه, which means they're amongst the most hated of the creation of Allah. Er bezeichnet darin die Khawarij als die mit am meist gehasstesten in der Schöpfung Allahs. Right. So this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about the Khawarij. Das ist, was der Gesandte Allahs über die Khawarij gesagt hat. Is a prophecy of something that was going to happen. Es war eine Vorhersage, eine Prophezeiung über das, was geschehen wird. But he gives us elements which have to do with the origin of it. Er übermittelt uns Elemente, die mit ihren Ursprüngen, mit ihrer Herkunft zu tun haben. The psychological attitude. Mit ihrer psychologischen Einstellung. The flaw, the defect in the belief. Mit ihren Mängeln und Fehlern in ihren Glaubensüberzeugungen. What the atrocities they're going to commit. Die Grausamkeiten, die sie begehen werden. And the instructions of how should we deal with them. Und die Anweisung, wie wir mit ihnen umzugehen haben. Now, let's speak about when this phenomenon appeared historically. Nun möchte ich darüber reden, was geschah, als dieses Phänomen historisch in die Erscheinung trat. The appearance of the Khawarij historically took place when the conflict between Sidna Muawiyah radiallahu anhu and Sidna Ali happened in the Battle of Siffin. Und sie entstanden, sie manifestierten sich, die Khawarij, als es zur Schlacht zwischen Sidna Muawiyah und Sidna Ali bei Siffin kam.
I'm not going to get on the reasons that put these two great Sahaba in a situation of war. This deserves another class. But the reality is that they were they were fighting against one another, and Sidna Ali was about to win the battle. Ich werde nicht über die Hintergründe und die Ursachen darüber sprechen, warum diese beiden großen Prophetengefährten miteinander kämpften. Das ist Stoff für einen weiteren Vortrag. Ich möchte nur so dafür sagen, sie beiden kämpften und Sidna Ali stand kurz davor, die Schlacht zu gewinnen. Because he wanted Allah to decide in the matter. So he started an action. Er wollte, dass Allah in der Angelegenheit entscheidet, also begann er eine Handlung. And wanted the thing to finish that action that he started. Und wollte diese Handlung, diese beginnende Handlung zum Abschluss bringen. When Sidam, the troops and the army of Sidam Muawiyah saw that they were being defeated, they resorted to put copies of the Quran and put them at the top of their spears and raise them as an indication that they did not want to fight. They want to solve this matter according to the Book of Allah. Und als die Truppen von Sidna Muawiyah das sahen, haben sie Kopien des Koran auf die Spitze ihrer Speere und Banner getan, als Zeichen dafür, dass sie nicht länger kämpfen wollten, sondern die Angelegenheiten anhand des Buches von Allah entscheiden wollten. Sidna Ali radiallahu anhu, he did not want to take that into consideration. I wanted to carry on. Sidna Ali wollte das nicht in Betracht ziehen, sondern wollte weitermachen. But a big section of his army. Aber ein großer Abschnitt, ein großer Teil seiner Armee refused to support him and started to ask him to comply with the request of the opponent and to settle this matter according to the Book of Allah. Aber ein nicht unerheblicher Teil, ein großer Teil seiner Armee wollte diesen Kampf nicht fortführen, als er das sah, sondern wollte den Konflikt anhand oder mit Hilfe des Buches Allahs beilegen. Sidna Ali was not comfortable with this. Sidna Ali war damit nicht zufrieden, das war ihm unangenehm. But he was forced because it was a big section of his army who were going to withdrew their support, so he had to comply and to follow this petition, this thing that they wanted. Ihm blieb aber keine andere Wahl, weil ein großer Teil seiner Armee damit drohte, sich aus der Schlacht zurückzuziehen und ihn dadurch zwang, diesem Bitten, diesem Ersuchen nachzukommen. So they stopped the fight and started negotiations. Der Kampf wurde unterbrochen und es begannen Verhandlungen. So the army of Sidna Muawiyah appointed as a representative of him Amr ibn al-As. Und die Armee Muawiyas ernannte als Repräsentant der Armee, als Verhandlungsführer Amr ibn al-As. So Sidna Ali said, all right, so I'm going to appoint Abdullah ibn Abbas. Und Sidna Ali sagte, einverstanden, ich ernenne Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas was young, but was very sharp. Abdullah ibn Abbas war jung, aber von sehr scharfem Verstand. And the same section of the army who forced him to accept this tahkim, they call it tahkim, the arbitration, they said no, it has to be Abu Musa al-Ash'ari. Und der gleiche Teil der Armee, die ihn zwang, diesem Tahkim, diesem Vermittlungsversuch zuzustimmen, sagte auch nein, wir wollen Abu Musa al-Ash'ari. All Sahabi very respected by everybody. Es war ein älterer Prophetengefährte, der von allen respektiert wurde.
He was not happy with that. Ali war damit nicht zufrieden, nicht glücklich mit dieser Wahl. But that was the request, so he accepted it. Aber das war die Forderung, also musste er sie erfüllen. Right, so both they sign an agreement and they met after a while. They had their negotiations. They got together both representatives. Sie unterzeichneten eine Übereinkunft und nach einer gewissen Weile kamen beide Vertreter zusammen zur Verhandlung. And both decided and agreed that each one of them was going to remove from office the one he represents. Und sie verhandelten und entschieden dann, dass jeder der beiden Verhandlungsführer den Herrscher oder den Anführer von seinem Amt entfernen werde. So they agreed that Sayyidina Ali radiallahu anhu was going to leave his office of Amir al-Mu'minin and Sayyidina Muawiyah was going to leave his office of the governor of Sham. Und sie einigten sich darauf, dass Sayyidina Ali sein Amt, seine Aufgabe als Amir al-Mu'minin verlassen sollte, genauso wie Sayyidina Muawiyah sein Amt als Gouverneur von Syrien aufzugeben habe. So when they decided to make their decision public, als sie sich entschieden, ihre Entscheidung öffentlich zu machen, Amr ibn al-As said to Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, you are older than me, you start. Sagte Amr ibn al-As zu Abu Musa al-Ash'ari, du bist älter als ich, beginne. So Abu Musa al-Ash'ari radiallahu said, I remove Ali from his position as I remove this ring from my finger. Und Abu Musa sagte, ich entferne Ali von seinem Amt, so wie ich diesen Ring von meinem Finger entferne. And Amr ibn al-As came after him and said, I confirm Muawiyah in his position as I confirm this ring in my finger. Und Amr ibn al-As sagte, ich bestätige Muawiyah in seinem Amt, so wie ich diesen Ring an meinem Finger bestätige. This was against what was agreed. Das war gegen die Vereinbarung. And this caused commotion and disturbance. Und das führte zu Unruhe und zu Unzufriedenheit. So the matter was not solved. Die Angelegenheit war nicht beigelegt. But the war stopped. Aber der Krieg war angehalten. What happened is that that group that put pressure on Sayyidina Ali in order to accept this tahkim. Was geschah ist, dass jene Gruppe, jeder Abschnitt der Armee, der Druck auf Ali ausübte, um diesen Vermittlungsversuch zu akzeptieren, when they saw that this happened, they said, we have made a mistake. Sagte dieser Abschnitt, als es beim Anblick der Ereignisse, wir haben einen Fehler gemacht. We have made a mistake. We should have left this to Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten die Angelegenheit bei Allah lassen sollen. We committed kufr. Wir haben Kufr begangen. So we have made tawbah. Also bitten wir Allah um Verzeihung. Now they said, you Ali have committed kufr with us, you have to make tawbah. Sagten sie zu Ali, Ali, du hast Kufr mit uns gemacht, du musst auch tawbah machen, du musst dich auch reuevoll von deiner falschen Tat ab und Allah zuwenden. He said to them, I didn't want this, you put pressure on me. Er sagte, ich wollte das nicht, ihr habt mich unter Druck gesetzt. And I accepted to do it, and I know it's not kufr, otherwise I wouldn't have done it. Und ich habe es akzeptiert, ich habe es getan und ich wusste, dass es kein Kufr ist, andernfalls hätte ich es gar nicht getan. This is acceptable and is valid. It didn't work, but it's valid. Es ist akzeptabel, es funktionierte nicht, aber es ist gültig. They said, no, you are, they said to Sayyidina Ali, you are kafir. Nein, sagten sie zu Sayyidina Ali, du bist kafir. And he tried to explain to them, no, this is a way to try to solve the situation, is not kufr. Und er sagte, der Vermittlungsversuch, der Versuch, eine Krise beizulegen, ist kein Kufr. And they did not let him speak. Every time he would try to speak to them, they would say, inna al-hukma illa lillah.
Und sie haben ihn nicht ausreden lassen. Immer, jedes Mal, wenn er sich erklären wollte, haben sie gesagt, wahrlich, das Urteil ist bei Allah. The judgment belongs only to Allah. Das Urteil gehört ausschließlich Allah. So, they declared Sidna Ali Kafir. Sie erklärten Sidna Ali zum Kafir. And they declared Kafir Sidna Muawiyah. Und sie erklärten Muawiyah ebenfalls zum Kafir. So whoever follows Sidna Muawiyah is Kafir. Also in ihren Augen, jeder, der Muawiyah folgt, ist ebenfalls Kafir. And whoever follows Ali is Kafir. Und jeder, der Ali folgt, ist ebenfalls Kafir. The only ones who are not Kafir are us, they say. Und sie sagen, die einzigen, die keine Kuffar sind, sind wir. So you all basically they said to them, you're all Kuffar. Und sie sagten zu allen anderen, ihr seid alles Kafir. So kharaju min jaysh Ali. They came out from the army of Ali. Das heißt, sie kamen heraus, sie traten heraus, sie entfernten sich von der Armee von Ali. And this is why they call them Khawarij. Aus diesem Grund nennt man sie Khawarij. Because they came out, they disassociate themselves from the rest of the Muslims. Sie disassoziierten, sie grenzten sich ab vom Rest aller Muslime. Because and they declare all of them kuffar. Und sie erklärten alle anderen Muslime zu kuffar. There were around 12,000. Von ihnen gab es circa 12,000 Leute. They took as their base a place close to Kufa called Harura. Und zu ihrem Stützpunkt, zu ihrem Schwerpunkt erwähnten sie einen Ort in der Nähe von Kufa namens Al-Harura. And that's why they called them Haruriyya. Aus diesem Grund hießen sie historisch auch Haruriyya. Haruriyya. The people of Harura. Die Leute von Harura. So, Sidna Ali radiallahu anhu sent Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma to them to convince them that they were wrong. Sidna Ali entsandte Sidna Abdullah ibn Abbas nach Harura, um sie davon zu überzeugen, dass sie im Irrtum sind. And Sidna Abdullah ibn Abbas made them understand a lot of them. It is said that 2/3 of them were convinced by Sidna Abdullah ibn Abbas that they were wrong. Es heißt, Sidna Abdullah ibn Abbas konnte 2/3 von ihnen überzeugen, dass sie sich im Irrtum befinden. And this is an important element. It means that not all of them, there was like a group psychology of declaring everybody kafir, but then when they were exposed to knowledge, they corrected themselves, some of them. Das ist ein wichtiger Punkt, weil gruppenpsychologisch waren die im Zustand, jeden zum Kafir zu erklären. Aber wenn die Wahrheit, die Wirklichkeit ihres Irrtums ihnen erklärt wurde, rückten einige davon ab. But also a lot of them remain fanatically attached to their position. Andere blieben aber weiterhin fanatisch ihrer Position verbunden. And their position was not that they declared the rest kuffar, it's that they saw themselves in the obligation to fix the situation. Und es ist nicht nur, dass sie jeden zum anderen zum Kafir erklären, sondern dass sie sich selbst die Aufgabe übertrugen, die Situation beizulegen, zu klären. So these were people who were majority of them Bedouins and were never exposed to Islam and to the knowledge of Islam. Die Mehrheit von ihnen waren Beduinen und sie waren niemals der islamischen Realität oder dem Wissen des Islam ausgesetzt. They were not psychologically speaking balanced people. Some ulama says that they had some kind of mental imbalance. Also psychologisch gesprochen waren das keine ausgeglichenen Persönlichkeiten. Also einige Ulama sagten, die Leute waren unausgeglichen gestört. So they waged war, according to them, jihad against Sidna Ali. So sie führten Krieg gegen Sidna Ali, in ihren Augen Jihad. But the truth is that they waged it against everybody, because they tried to kill Amr ibn al-As, Sidna Muawiyah, Sidna Ali. In fact, Sidna Ali was murdered by one of them. In Wirklichkeit führten sie aber gegen jeden Krieg, gegen Sidna Amr ibn al-As, gegen Sidna Muawiyah, gegen Sidna Ali. Sidna Ali wurde von ihnen getötet. So, Sidna Ali,
he did his best to try to convince them, but at the end he had to respond with a military action. Und Ali tat das Beste, um sie zu überzeugen, aber am Ende musste er mit militärischer Gewalt antworten. And some got into the famous battle of Nahrawand. Und einige Nahrawand. Famous battle. Einige von ihnen gerieten in die bekannte Schlacht von Nahrawand. And it is said, some chronicles, some historians say that he killed everyone except nine. Und einige Chronisten behaupten, alle Khawarij mit Ausnahme von 9 Personen seien dabei getötet worden. Yet from these 9, if it's true that only 9 remain, probably Allah knows how many people, but it did not end the thing. After a while, they arise again and started giving a lot of trouble to the Umayyads and up to the Abbasids. Und es ist nicht ganz sicher, ob es nicht doch andere Leute übrig blieben. Aber aus diesen 9 Personen sind sie dann wieder hervorgekommen und haben den Umayyaden und den Abbasiden sehr viel Ärger bereitet. And they were different sects. Und unter ihnen entstanden verschiedene Sekten, verschiedene Gruppen. The most famous of them is Al-Azariqa. Und die bekannteste unter ihnen ist Azariqa, Najdad, Sufris, Ajarida, Ibadi. These are different sects of which come from the original Khawarij, who were called Haruriya, and then they became all these branches. Und das sind verschiedene Sektengruppen, die aus den Khawarij, aus der Haruriya entstanden. Und die Zweige dieser Sekte bildeten. And the differences among them sometimes they were very violent, especially the Azariqa and the Najadat were extremely violent. Die Unterschiede zwischen ihnen wurden sehr gewaltsam ausgetragen, also insbesondere die Azariqa und die Najadat waren sehr gewalttätig untereinander. The difference between them is the Azariqa believe you should also kill the children of the Muslims who are for them kuffar. Die Azariqa glaubten, dass man auch die Kinder jener Muslime, die für sie kuffar sind, töten sollte. The Najadat say no, the children you don't kill them. Die Najadat sagen nein, die Kinder werden nicht getötet. So that's the kind of difference. A more moderate group, the Ibadiyya, has remained up to our time. Eine moderatere Gruppe, die Ibadiyya, konnte sich bis in unsere heutige Zeit halten. I'm not going to go any more into different characteristics and doctrines among them. Just to, I've spoken about what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about the Khawarij. I've spoken about the appearance of them historically. Now, the next point I want to talk about. Also ich habe über das gesprochen, was der Gesandte Allahs über sie sagte. Ich habe darüber erwähnt, die historische Entwicklung, dass in der historischen Erscheinung treten. Jetzt möchte ich einen weiteren Punkt anführen. Is that remember that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Sayakhruju qawmun fi akhir zaman." A people will appear, will emerge at the end of time. Erinnern wir uns daran, dass der Gesandte Allah sagte, ein Volk wird am Ende der Zeiten erscheinen. In another hadith, the Prophet says, after describing them, he says, كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Whenever a generation of them emerges, Allah Almighty, Subhanahu wa ta'ala, will sever it, will cut it. Und in einem Hadith heißt es, jedes Mal, wenn in einer Generation diese Leute hervortreten, wird Allah sie abschneiden. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said this sentence 20 times. Und der Gesandte Allahs wiederholte diesen Satz 20 Mal. He repeated it in one sitting 20 times, meaning that they're going to come once and again, and every time they emerge, Allah will cut them, will stop them. Und er wiederholte das immer wieder und sagte, jedes Mal, sie kommen, sie werden in Erscheinung treten und Allah wird sie niederschlagen. And in another version, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. Until the last of them emerges with the Antichrist. Und der Gesandte Allah sagte,
bis der letzte von ihnen zusammen mit dem Antichristen in Erscheinung treten wird. So this means that this prophecy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not limited to what happened immediately after his death, after the battle of Siffin with the people who revolt against Sayyidina Ali radiallahu anhu. Das heißt, ihre Erscheinung, ihre Existenz ist nicht auf die Zeit dessen beschränkt, was mit der Schlacht bei Siffin und im Kampf gegen Sayyidina Ali geschah. This is one instance of this phenomenon. Das ist eine Manifestation, ein Aspekt dieses Phänomens. But this is a cyclical phenomenon. Aber es ist ein zyklisches Phänomen. So before I say what I have to say about ISIS und Daesh. Also bevor ich sage, was ich über ISIS und Daesh zu sagen habe, I want to read some words of the great commentator of the Quran and historian Ibn Kathir. Möchte ich einige Worte von dem großen Historiker und Korankommentator Ibn Kathir vortragen. He has a book at Al-Bidayah wa Nihaya where he speaks about his chronicles, his historical chronicles about events that happened. Er hat eine Chronik historischer Ereignisse namens Al-Bidayah wa Nihaya. He's speaking about how these people became strong in Harura. Er spricht darüber, wie diese Leute in Al-Harura erstarken konnten. And he's describing how this original Khawarij became an army and started giving really trouble to Sayyidina Ali radiallahu anhu. Und er beschreibt, wie diese Leute zu einer Armee werden konnten und dem Sayyidina Ali ernsthafte Probleme bereiten konnten. And he says about these people who joined them. Er sagt über die Leute, die sich ihnen anschließen. He says, then they departed, sneaking out one by one, lest anyone realizes and prevents them from leaving. Und dann machten, dann verließen sie einer nach dem anderen, um zu verhindern, dass die Leute erkennen konnten, dass sie gegangen sind. They departed from among the fathers and mothers, uncles and aunts, leaving behind all their relatives. Und sie verließen ihre Onkel und Tanten. Und die älteren Verwandten hinter sich. They believed through their ignorance and their lack of knowledge that this matter will please the Lord of the heavens and the earth. Und sie glaubten durch ihre Unwissenheit, dass diese Angelegenheit dem Herrn der Himmel und der Erde gefallen wird. They did not realize that this was a serious mistake and an act of wrongdoing and a major sin that would doom them to hell. Und sie konnten nicht erkennen, sie verkannten, dass es eine schwerwiegende Tat sei, ein Fehler, der sie zur Hölle verurteilt. They did not realize that this was something that had been made attractive to them by the accursed Shaitan, who had been cast out of the heavens and who had taken out our father Adam and his progeny as enemies as long as their souls were still in their bodies. Und sie haben nicht erkannt, sie verkannten, dass das eine Sache sei, die ihnen angenehm erschien dies durch den verfluchten Shaitan, der aus den Himmeln gestürzt wurde und der ihren Vater Adam und seine Nachkommen zu Feinden gemacht hat, solange ihre Seelen noch in ihrem Körper sind. Some of the people realized that their children and brothers were up to, so they stopped them and rebuked them. Einige Leute erkannten, dass ihre Kinder oder ihre Brüder dieses Vorhaben hatten, also wiesen sie zurecht und stoppten sie. Some of those who were stopped from leaving turned back to righteousness and continue on that path. Einige, die am Verlassen gehindert wurden, wandten sich wieder dem Pfad der Rechtschaffenheit zurück und verblieben auf ihm. But others fled after that again to join the Kharijites and thus were doomed until the day of resurrection. Aber andere flohen wieder zu den Khawarij und waren verdammt bis zum Tag der Auferstehung. Does it sound familiar? Erkennen wir das wieder? So this is not new.
Das ist nicht neu. Was derzeit passiert, ist keine neue Sache. It's a serious matter, and because it's a serious matter, which will be a challenge for the Ummah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has left us well informed about it. Das ist eine schwerwiegende Sache, und weil es It's eine Herausforderung für die Ummah, und deshalb hat der Prophet uns Wissen darüber hinterlassen. We are again in the same story. Wir befinden uns, wir finden uns selber in der gleichen Geschichte wieder. We are in front of a group who have the clear the majority of the Muslims, or all, basically all except them, Kuffar. Wir sind einer Gruppe ausgesetzt, die den Rest der Muslime, alle Muslime außer ihnen, zu Kuffar erklärt haben. They have disassociated themselves and separated themselves from the rulers of the Muslims and the Ummah. Sie haben sich von den Herrschern der Muslime und der Gemeinschaft der Muslime abgetrennt. And they have spread and they have considered that as permissible spreading in corruption and injustice across the land by killing, destroying and robbing and doing all these atrocities. And they have they are considered as permissible. Ah, und sie haben die das Anrichten von Verderben und Unheil auf Erden und das Töten und das Rauben und all das, was sie tun, als erlaubt bezeichnet. So I say, as many of the ulama, if not all the correct ulama of the ummah, und ich sage als Alim, dass viele der Ulama oder alle korrekten Ulama dieser Gemeinschaft, ISIS, Daesh are the Khawarij of this time. ISIS und Daesh sind die Khawarij dieser Zeit. There is basically a consensus about this matter. Darüber herrscht im Wesentlichen Übereinstimmung. They have the same characteristics of them. Sie haben den gleichen Eigenschaften, die gleichen Charakterzüge wie die Khawarij. Remember that the first thing when I said to Sidi Suleiman, you have to use the tone, the correct tone. Erinnern wir uns, das erste, was ich zum Übersetzer gesagt habe, du musst den richtigen Ton treffen. They disrespected the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sie behandelten den Gesandten Allahs respektlos. It is recorded that one member of Daesh, he said, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam will appear in this time, will join us. Und er sagte, also erinnern wir uns daran, dass ein Mitglied von Daesh sagte, würde der Gesandte Allahs in dieser Zeit erscheinen oder auftauchen, er würde sich uns anschließen. We know that he will not. Wir wissen, dass er das nicht tun würde. So they will tell him, ya Muhammad, taqillah. Also würden sie Muhammad sagen, oh Muhammad, sei gottesfürchtig? Because they have this arrogance in their heart, they cannot say, if the Prophet comes, we will submit to whatever he says. Und sie haben die Arroganz in ihrem Herzen, nicht sagen zu können, würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommen, dann würden wir uns dem unterwerfen, was er sagt. So no, they say, no, we are in the right, we are in the truth, you have to follow us. Und sie sagen, wir haben recht, du musst uns folgen. So this is this is the core element in their deviation. Das ist das Kernelement ihrer Abweichung. And the consequence of it is their alienation and disassociation from the rest of the ummah and the declaration of the rest as kuffar as ISIS does. Und die Folge davon von ihrer ist die Entfremdung und die Abgrenzung von der Ummah und ihrer Deklaration als Kafir, wie ISIS das tut. And therefore it is allowed for them, permissible, praiseworthy, good and obligatory to kill anyone who does not share their same opinion. Und da ist es gut, lobenswert, gar verpflichtend für sie, jeden, der nicht ihre Ansichten teilt, zu töten. Now comes the next part. Jetzt kommt der nächste Teil. What is the judgment as far as the Khawarij are concerned? Are they Muslims or not? Was ist jetzt das Urteil bezüglich der Khawarij? Sind sie Muslime oder nicht? The ulama of the Ummah are divided. Die Gelehrten dieser Gemeinschaft sind unterschiedlicher Meinung.
in two, three positions. In drei, es gibt drei Positionen zur Frage. The majority of them say, no, before I say any position, I have to say that they all agree. Bevor ich die Position aufführe, möchte ich anführen, dass sie sich alle Ulama darin einig sind. That they are misguided. Dass sie fehlgeleitet sind. And they disobey Allah. Und dass sie Allah gegenüber ungehorsam sind. And they are infamous and evil. Und sie sind infam und böse. And it's a legal obligation to fight them. Und es ist eine rechtliche Verpflichtung, sie zu bekämpfen. There is no difference among the ulama. Darüber bestehen keine Meinungsunterschiede. All right. Now, where is the difference? Is whether they can be considered as Muslims or not. Der Unterschied besteht darin, ob man sie als Muslime betrachten kann oder nicht. The majority say they are Muslims. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, sie sind Muslime. Despite their atrocities and evil. Trotz ihrer üblen Taten, ihres Bösen und ihrer Grausamkeiten. And the ulama said, the famous saying, لأن أدخل ألف رجل في الإسلام من الكفار بشبهة الإسلام أسلم لي أو أحب إلي من أن أخرج واحدا من الإسلام بشبهة الكفر. Which means to keep 1,000 men within the fold of Islam by a slight chance is more beloved to us than to expel a single man from the fold of Islam by suspicion. Und es ist beliebter bei uns, 1,000 Leute im Schoß des Islam zu halten aufgrund einer Vermutung, als ein Mann aufgrund eines Verdachts aus dem Schoß des Islam zu entfernen. But there are very important, very, very prestigious ulama who have considered them kufar. Aber es gibt sehr bedeutsame, sehr bekannte Ulama, die sie als Kafir betrachtet haben. Among them is Imam al-Bukhari, radiallahu anhu. Unter ihnen ist Imam al-Bukhari. And he makes his point when he says, "Fi leysa minha." They will appear in this Ummah, not from this Ummah. Und er macht seinen Punkt, wenn er sagt, sie erscheinen in diesem Volk und nicht, dass sie von diesem Volk kommen. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, famous faqih of Cordoba. Der bekannte Faqih von Cordoba, Qadi Abu. From Granada, no? From Cordoba. No. Der bekannte Gelehrte aus Cordoba, Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, sagte. He says that his opinion is that they are disbelievers. Und seine Ansicht ist, dass sie keine Muslime sind. Because the words of the Prophet yamruquna min al-Islam, or min al-Din, they will pass out of the religion. Und wegen der Worte des Propheten, dass sie durch die Religion hindurchjagen werden. La'aqtulannahum qatla 'adin aw qatla thamud, I will kill them as Ad was killed or as Thamud. Und wegen der Aussage würde ich sie jemals auf sie treffen, würde ich sie töten wie Ad oder Thamud. And we know that Allah exterminated these nations because of their disbelief. Und wir wissen, dass Allah diese historischen Völker wegen ihres Unglaubens auslöschte. He says because of the words of the Prophet, innahum abghadu khalqillahi. They are the most hated of creation of by Allah. Und aufgrund der Aussage, sie sind die meistgehassten aller Geschöpfe bei Allah. And by same whom sharrul khalqi, they are the worst of creation. Sie sind das Schlimmste der Schöpfung. He says these words are only said for those who do not deserve to be classified as Muslims. Und er sagt, they are out, they're disbelievers. Und er sagt, diese Worte können nur für jemanden gelten, der nicht als Muslim betrachtet wird. As-Subki, famous Shafi'i faqih. Der bekannte Shafi-Rechtsgelehrte As-Subki. He says that they, because they have said that Sahaba like
Sidna Ali and Amr ibn al-As and Sidna Muawiyah and Sidna Uthman as well, especially Sidna Ali and Sidna Uthman, they declared them kuffar. Er basiert seine Meinung darauf, weil diese Leute, die Khawarij, die großen Prophetengefährten, Ali, Muawiyah, Amr ibn al-As und auch Uthman, zu Nicht-Muslimen erklärt. And we know that the Prophet ﷺ said what he said about the Sahaba and some of them, he granted them, he said that they're going to enter the garden. Und wir wissen, dass der Gesandte Allahs über einige Prophetengefährte explizit sagte, dass sie in den Garten eintreten werden. So declaring them kuffar is like saying that the Prophet ﷺ was a liar. Und diese Leute zu Nicht-Muslimen zu erklären, heißt, der Gesandte Allahs war ein Lügner. Imam al-Qurtubi, the famous Imam of Qurtuba in Spain and famous Mufassir of the Quran. Imam al-Qurtubi, ebenfalls aus Cordoba und bekannter Koran-Kommentator. He says that he is of the opinion that the most correct position is that they are not Muslims. Ist der Ansicht, dass die korrekteste Position darin besteht, dass sie keine Muslime sind. And there is a transmission from Imam Shafi'i radiallahu anhu also with that position. Und es gibt eine Überlieferung von Imam Shafi'i, die ebenfalls diese Position hat. And there is a transmission from Imam Malik as well taking the same position that they are not Muslims. Es gibt ebenfalls eine Aussage von Imam Malik, die das gleiche bestätigt. And there is those the majority of ulama consider them Muslims. This very important ulama consider them non-Muslims, and other ulama they don't say whether they're Muslims or not. They take a neutral position. Also die Mehrheit der muslimischen Gelehrten sagt, es sind Muslime. Eine ganze Reihe ganz bekannter autoritativer Figuren sagt, nein, es sind nicht Muslime. Und dann gibt es eine weitere Gruppe, die nicht entscheidet, also die Mittelposition einnehmen. So what will be the correct position? If you look at the literature of the hadith about it, how harsh are some of the words? Also was ist die korrekte Position? Betrachten wir die Hadith-Literatur mit den sehr harten Aussagen über sie? One may have a tendency to declare, no, they are kuffar, end of the story. Mag man die Neigung verspüren, sie zu Nicht-Muslimen zu erklären und sagen, Schluss, fertig, aus? And because especially Sidna Ali radiallahu anhu, he did not declare them kuffar. He said words that manifest the opposite. Also insbesondere Sidna Ali erklärte sie nicht zu Nicht-Muslimen, sondern sagte Worte, die das Gegenteil beinhaltet. One may say, well, they're not, then they're Muslims. Dann kann man den Schluss ziehen, gut, dann sind sie Muslime. But in my humble opinion, aber in meiner bescheidenen Ansicht is that we cannot say they are kuffar and encompass all of them. Wir können sicherlich nicht sagen, sie sind kuffar und alle damit mit einbeziehen. Because you could see how Sidna Ali radiallahu anhu, he sent Sidna Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, and some of them, when they had the opportunity to see the truth, they rectified. Weil wir können ja erkennen, wie Sidna Ali Abdullah ibn Abbas entsandte zu ihnen und einige ihre Meinung änderten und wieder auf dem geraden Weg zurückkehrten. But those hardcore who didn't want to turn to what is correct despite having been explained to them, and they considered the Muslims and declared the whole ummah except them as kuffar and declared acceptable and pleasing to Allah these atrocities, those probably, Allah knows, they are not Muslims. Aber der harte Kern, also derjenige, der in seiner Meinung blieb, trotz der Erklärung der Wahrheit und der Überzeugung war, dass es Allah gefällt, den Rest der Muslime zu Nicht-Muslimen zu erklären und Allah gefällt, dass diese getötet werden, der ist höchstwahrscheinlich, das sind höchstwahrscheinlich keine Muslime. So now we come to the end part of this talk. Also jetzt kommen wir zum Ende dieses Vortrags. And how do we deal with this matter, which is, we've spoken about the whole history of it, what the Prophet ﷺ said, the history of it, what the ulama
classical ulama, traditional ulama have said, how do we classify these people? Also nachdem wir ausgeführt haben, was der Gesandte Allahs darüber sagt, wie ihr historisches in Erscheinung treten war, was die großen Gelehrten über sie gesagt haben, wie klassifizieren wir sie nun? The people have to know, especially our young men and women, have to know that this phenomenon is very close to apostasy. Und die Leute müssen wissen, insbesondere unsere jungen Männer, unsere jungen Frauen, dass dieses Phänomen an dem Austritt aus dem Glauben grenzt. That taking this ideology can take them out of the deen. Dass die Annahme, die Übernahme dieser Ideologie sie aus dem Islam herausführen kann. They have to understand and hear the words of the ulama. Sie müssen die Worte der Ulama hören und verstehen. So they do not end in the hands of Shaitan. Damit sie nicht in den Händen von Shaitan enden. Because we don't know who's behind the whole all this story. Denn wir wissen gar nicht, wer hinter der ganzen Geschichte steht. All this story of Daesh and ISIS. Who is behind this? Wer steht hinter der ganzen Geschichte von Daesh und von ISIS? We know it's Shaitan behind it, but who is filling his pockets with it? Wir wissen, dass Shaitan natürlich dahinter steht, aber filling his pockets mean making money out of it. Aber wer profitiert davon? Somebody is profitieren. No doubt about it. Kein Zweifel, jemand profitiert davon. So they are used as cannon fodder, they say. They use as people to be sacrificed for the financial desires of others. Und sie werden als Kanonenfutter verheizt für die finanziellen Gelüste anderer. And they feed them with this false ideology. Und sie werden mit dieser falschen Ideologie gefüttert. So if some of the, if many of them, if they understand and have access to correct Islam. Wenn viele von ihnen, sollten sie Zugang zum korrekten Verständnis des Islam haben, they will rectify. Könnten sich neu umorientieren. But some of them, they are already criminals. Aber einige von ihnen sind bereits Kriminelle. And we know that many of them, especially those who have committed atrocities, they have a background of crime. Und wir wissen, dass viele von ihnen, insbesondere jene, die direkt an Grausamkeiten, an Bluttaten beteiligt waren, auch einen kriminellen Hintergrund haben. And a background of mental instability. Und einen Hintergrund von mentaler Unausgeglichenheit. So we are the Muslims are the Muslim community is responsible and the governments are responsible. Und die muslimischen, hier stehen die muslimischen Gemeinschaften in der Verantwortung und die Regierung. The responsibility is that what is the worth of this life if one's son or daughter ends up joining this group? Dass wir uns die Frage stellen müssen, was ist unser Leben wert, damit unsere Söhne, unsere Töchter dort drüben enden. I know people who have come from their countries of origin as immigrants. They've made a good life in Britain, in other places, and their children have ended up either joining these people or in jail because they wanted to join this group. Und ich kenne Leute, die sind aus anderen Ländern hergekommen, um sich ein gutes Leben zu schaffen, haben das erreicht. Aber am Ende sind ihre Kinder dort gelandet oder aber im Gefängnis, weil sie dorthin wollten. This is because they were more concerned about their children to have a good so-called education, but they neglected the most important thing, which is that they know correctly their own religion. Und das liegt unter anderem daran, weil sie für ihre Kinder das wollten, was man eine gute Erziehung nennt, aber sie vernachlässigten gleichzeitig, dass ihre Kinder ein korrektes Verständnis von ihrer Religion haben. So they did not have the tools to discriminate between what is correct and what is wrong. Das hatte zur Folge, dass die Kinder am Ende nicht
unterscheiden können, kein Werkzeug haben, um zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. We have to educate ourselves and educate our children about what is the correct Islam. Wir müssen uns selbst und unsere Kinder darüber bilden, fortbilden, was der korrekte Islam ist. And governments have to promote correct Islam. Und die Regierungen müssen einen korrekten Islam fördern. They cannot promote this version, this so-called liberal version of Islam, because the Jama'ah of the Muslims, the community of the Muslims, will never accept them. Sie können nicht diese ihre Version eines sogenannten liberalen Islam fördern, weil die Mehrheit der muslimischen Gemeinschaft das nicht akzeptieren wird. They think they're doing the right thing, but they are really acting very in a very stupid way, because they're throwing stones to their own roof. The Muslims will always look with suspicion to any government who gives a platform to this kind of liberal Muslims. Und die Regierungen sind überzeugt, damit eine gute Sache zu machen. What does throwing stones to the roof mean? It means hurting their own selves. Aber sie schaden sich damit selbst, denn Muslime werden diese Individuen immer misstrauisch begegnen. They think they can change the mind of the Muslims and make them the way they want. Es wird geglaubt, man könnte den Verstand, die Überzeugung der Muslime dahingegen ändern, dass sie so denken, wie gewünscht wird. And Allah will this message will be protected by Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diese Botschaft wird von Allah beschützt werden. They cannot change it. Sie können sie nicht ändern. And we will not accept something which is not the correct Islam. Und wir können nichts akzeptieren, was nicht der korrekte Islam ist. And the more they try to promote this so-called friendly or liberal version of Islam, the more the young people and the people will get away from them and they look with suspicion to the governments. Und je mehr diese scheinbar freundliche, scheinbar liberale Version des Islam gefördert ist, desto mehr wird das zur Gegenreaktion bei den jungen Leuten führen, die sie mit Misstrauen betrachten werden. They have to accept that we are here and we are Muslims. Sie müssen akzeptieren, dass wir hier sind und dass wir Muslime sind. And that means that they have to reassess reconsider all this dialectic of freedom of speech. Das heißt, die Regierungen müssen ihre Dialektik der Redefreiheit neu bedenken. You cannot create a god, a idol, name it with freedom of speech and start slaughtering victims to him to it. This is idolatry. Also man kann kein Götzen, kein Popanz aufbauen, es Redefreiheit nennen und dann Leute dafür opfern. We are human beings and the government have to have an understanding with whom they're dealing, not to create this kind of dogmas and make everybody to submit to it. Also wir sind auch menschliche Wesen und middle part. Create these dogmas, these beliefs. Das ist keine gute Idee, diese Glaubensüberzeugung aufzustellen. This freedom of speech has to be reconsidered, because not everybody can and has the right to speak and to say anything. Diese unbegrenzte Redefreiheit sollte überdacht werden, weil nicht jeder kann die Freiheit haben, alles und jedes zu sagen, was ihm oder ihr gefällt. Because it can create a lot of damage. Denn das kann zu Schaden führen. And can cost a lot of lives. Und kann Leben kosten. And this is applied to us as Muslims and to the governments, both of us. Das gilt für uns beide. Das gilt für uns als Muslime als auch für die Regierung. Not any imam can speak in public. Nicht jeder sollte in der Öffentlichkeit reden. There are people who have to be quiet. Das sind Leute, die sollten ruhig sein. Because they're dangerous. Weil sie gefährlich sind. Very dangerous. Sehr gefährlich. And they cannot allow people to insult the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Es sollte ihnen nicht erlaubt werden, den Propheten Mohammed zu beleidigen. Because it's a dangerous thing. Das ist gefährlich. Because it's unacceptable by anyone. Denn das ist nach jeglichem Standard nicht akzeptabel. Who has an intellect. Nach jeglichem Standard der von Leuten, die and Verstand haben. And who understand what means respect. Und die verstehen, was Respekt bedeutet. So, this matter of freedom of speech has to be reconsidered. We have to learn to live with one another and respect one another. Und diese Angelegenheit sollte neu austariert werden. Wir müssen beide Seiten müssen miteinander legen und sich gegenseitig respektieren. I want to say something personal and to share it with you. I don't like to say this thing, but just to understand what means really tolerance. Ich würde gerne persönlich werden und etwas mit Ihnen teilen, was es wirklich heißt, was Toleranz wirklich heißt. My parents have been married now for how many years? 50 something years. Meine Eltern sind seit mehr als 50 Jahren verheiratet. My mother was Christian. Meine Mutter war Christin. Catholic. Eine katholische Christin. I've seen my father taking my mother to church. Ich habe gesehen, wie mein Vater meine Mutter in die Kirche gebracht hat. And then after the mass has finished, go and pick her up. Und nachdem die Messe, nachdem der Gottesdienst zu Ende war, hat er sie wieder abgeholt. For 30 years. Das hat er 30 Jahre lang gemacht. Then one day she decided to become Muslim. Dann entschied sie sich eines Tages dazu, Muslim zu werden. This is tolerance. Das ist Toleranz. So this is possible. Es ist möglich. And it's based on respect. Und es basiert auf gegenseitigem Respekt. We have to respect this place that is hosting. Has hosted our parents. Wir müssen die Orte respektieren, die unsere Eltern aufgenommen haben. And they have to respect us. Und sie müssen uns im Gegenzug auch respektieren. And they have to, when they want to know about Islam, they have to come and consult the correct ulama of Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Und wenn sie wissen wollen, was Islam ist, sollten sie sich mit denjenigen Gelehrten in Verbindung setzen, die muslimische Mehrheit repräsentieren. Because this is going to keep everybody safe. Denn das macht alle sicher. If they don't do that, means they don't want it. Und wenn das nicht geschieht, heißt es, es ist nicht erwünscht. Then la hawla wa la quwwata illa billah. There is no strength, no power except Allah. Dann ist die Angelegenheit bei Allah. So, I believe there are sincere people among the European governments. Ich bin überzeugt, es gibt aufrichtige Menschen in den europäischen Regierungen. And they cannot carry on looking to the other side. Und sie können nicht damit fortführen, ständig wegzuschauen. Islam is part of Europe. Islam ist Teil Europas. And in few years is going to be the most important religion of Europe. Und könnte in einigen Jahren die wichtigste Religion Europas sein. So basically they have to look to the future. Und sie müssen sozusagen nach vorne schauen. And expect to have a flourishing future. Und erwarten, dass es eine blühende Zukunft wird. Because whenever Islam has established itself in a land, that land has flourished. Denn überall dort, wo der Islam heimisch wurde, blühte das Land auf. Any serious historian will tell you that. Jeder ernsthafte Historiker wird das bestätigen. Respect between different people from different traditions, from different religions, and respect for knowledge has been the main thing of has taken place wherever Islam has established itself. Respekt für Angehörige unterschiedlicher Religionen, für das Wissen, war immer die Wirklichkeit dort, wo der Islam Wurzeln schlug. This is what I wanted to say about this matter, and this is what I wanted to share with you. Das ist, was ich zu der Angelegenheit zu sagen habe und was ich mit Ihnen teilen möchte. And if you have any questions, welcome. Und also wenn Fragen bestehen, freue ich mich darüber.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Also wird Allah den IS stoppen? He asks, will Allah stop the IS or Daesh? Excuse me? He asks, will Allah, so in as conclusion, Allah will stop IS and Daesh? If he wants, of course. Wenn das seine Entscheidung ist, natürlich. Normally he uses people to do it. Normalerweise benutzt er Menschen, um das zu tun. Ich habe nicht verstanden, was mit Omar bin Khattab radiallahu anhu war, weil er hat gesagt, erlaube mir diesen Heuchler zu töten. Also ist es erlaubt, dieses Mitglieder zu töten? Asking about Omar bin Khattab, you said allow me to kill this hypocrite. So is it allowed to kill IS members? the point that I made about Sayyidina Umar ibn al-Khattab is that he, in the moment he realized that this man denied one attribute that is obligatory to believe regarding the messengers, which is amana, which is trustworthiness, he saw immediately that he became kafir. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass in dem Augenblick, als dieser Mann die Vertrauenswürdigkeit des Propheten in Zweifel zog, er den Islam verließ. But he although he was posing or speaking about himself as if he was a Muslim. Aber so sprach, als wäre er Muslim. So Umar ibn Khattab radiallahu anhu immediately he saw it because he has this discrimination capacity. Oh, he's a munafiq. Und weil Umar ibn Khattab dieses Unterscheidungsvermögen hatte, hat er in ihm einen Heuchler gesehen. So this man has come out of Islam. Let me and now has been manifested. Let me chop his head off, he said. Ja, und dann eben, weil er das manifestiert hat, dieser Mann, sagt er, was er sagte. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped him. Aber der Prophet, Friede sei mit ihm, hat ihn daran gehindert. He told him not to do it. Er sagte ihm, tu das nicht. So it does not become a fitna and the people say that I am killing my own people. Also das soll keine Fitna werden, so dass über den Propheten gesagt wurde, er tötet seine eigenen Leute. So I say the same as the Prophet, don't go around killing anyone. Er sagt genau das Gleiche. Also niemand soll getötet werden. The act of when the Prophet sallallahu alaihi wasallam speaks about them killing them is because they were going to attack the Muslims and wage war against them. Der Hintergrund, warum der Prophet über den Kampf gegen sie sprach, weil er wusste, dass sie kommen werden und Krieg gegen die Muslime zu führen. And the Sayyidina Ali radiallahu anhu, he knew all this, yet he never started any aggression against them. Und Sayyidina Ali wusste das und trotzdem fing er niemals eine Aggression mit ihnen an. In fact, the mercy of Islam is to give these people the opportunity to rectify. Und die Barmherzigkeit des Islam ist, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich neu auszurichten. But when these people start murdering Muslims and murdering everybody and not respecting anyone, then is the ruler of the Muslims has the obligation to fight against them and to stop them, and if it's necessary to use assistance from non-Muslims in order to achieve that, he has that right. Aber wenn diese Leute anfangen, Muslime Leute zu töten, dann steht die Regierung, die Autorität der Muslime in der Verpflichtung, alles Mögliche zu tun, sie daran zu hindern, bis hin zum Kampf gegen sie und, wenn es dabei nötig wird, nicht muslimische Hilfe einzuholen. Yes, sir. Ich hätte zwei Fragen. Two questions. Eine Frage ist, der Sheikh hatte gerade darauf hingewiesen, dass in der Geschichte das ja schon vorkam und dass sich sozusagen die Ereignisse ja wiederholen. He mentions, you see, that these things have repeatedly in history and the events are repeating itself. Die erste Frage wäre,
wie lange haben sich die Muslime, sag ich mal, mit diesem Khawarij rumschlagen müssen, bis, sag ich mal, die Problematik geklärt wurde? My first question is directly, how long had the people to deal with Khawarij until the problem was finished? Und die zweite Frage ist, sind die Khawarij immer dann so stark, sag ich mal, wenn unter den Muslimen weniger Wissen herrscht? Also ist sozusagen der Wissensmangel unter den Muslimen ausschlaggebend dafür, dass sie an Stärke gibt. The second question is there a relation between the level of knowledge under the Muslims and the gaining of strength of the Khawarij? So are the Khawarij the strongest, the least knowledgeable the Muslims are? Good. The first question is how long in order to one thing that will delay the defeat of such aggressive group will be lack of union among Muslims, no doubt about it. Also eine der Dinge, die den Sieg oder die Beendigung dieses Problems verlängert, ist der Mangel an Einigkeit unter Muslimen. And what happened is that historically the most effective way to defeat the Khawarij was to strategically they used to create divisions among them. They used to send people to create divisions among them so they will separate one from another. See, Ali radiallahu anhu, he did it himself. He sent Abdullah ibn Abbas in order to create a division between them. Some people left the original group, so they became weaker. And other rulers of Islam have done the same thing as well. Also historisch, die erfolgreichste Methode ist, Uneinigkeit unter ihnen selber zu schaffen. Also das, was Ali gemacht hat, indem er Abdullah ibn Abbas geschafft hat, dass sich eine Gruppe abgespalten haben von der anderen, sodass sie schwächer wurden. Und muslimische Herrscher danach haben das ebenfalls so getan. But obviously you have to have a unity among the Muslims and a intelligent strategy in order to do it. Natürlich braucht es Einigkeit und eine Strategie unter den Muslimen, eine intelligente Strategie unter den Muslimen, um das zu tun. It was not so much a military action, historically speaking, as a strategic action of creating, weakening them by creating divisions amongst them. Es war weniger eine militärische Frage, sondern ein strategisches Vorgehen, in dem man Spannung und Spaltung bei ihnen hervorbrachte. This is the ABC of any strategic course. If you want to win your opponent, create division among them. Das ist das kleine Einmaleins jeglicher Strategie. Wenn man seine Gegner besiegen will, bringt man Spaltung unter ihnen hervor. And regarding the knowledge, it's clear also how the lack of exposure to correct knowledge is what drive a lot of the people to become Khawarij. Und es ist auch klar, dass ein Mangel an Wissen, historisch belegt, ein Mangel an Wissen viele Leute dazu veranlasst, Khawarij zu werden. But there will be always people who have an imbalance in their heart and in their mind which will have this tendency. Aber es wird immer Leute geben, die Ungleichgewicht im Herzen und ihrem Verstand haben und diese Tendenzen in sich verspüren. So this fitna happens and then it's almost disappears and then after a time it happens and this is history. History is cyclical. I mean, Geschichte ist zyklisch. Diese Dinge werden auftauchen, niedergehen, beinahe verschwinden und dann irgendwann wieder hervortreten. Yes. Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich eine kurze Anmerkung sagen. Ich denke, das größte Problem in diesem Phänomen in Deutschland ist, dass der Titel eines Predigers oder eines Imams before I ask a question, you would like to remark that one of the problems we have in Germany is that, let's say, the title or the position of an imam is not a, you could say, copyright position. You see, it's not protected. Faktisch ist es so, dass jeder, der eine Gemeinschaft unterstützt,
oder die dazu gehörigen Leute findet, sich nach vorne hinstellen kann, dann predigen und predigen kann, was er möchte. The fact that it's like this, that everybody who's able to find a fitting community, a fitting group of people who's supporting him, he could get himself in front of them and says what he wants. Mm. Meiner Meinung nach sind diese Leute eine, oder diese Gruppe von Leuten eine der gefährlichsten Gruppen, die wir hier haben. In his opinion, these people are the most dangerous group we have here. Meine Frage ist, was können wir tun, um uns genau davor zu schützen? The question is, what can we do in Germany to prevent, to protect us exactly against this? I think at a government level, you're asking, or people's level? Fragen Sie ja sozusagen auf der politischen Regierungsebene oder auf der Ebene der Leute? Auf der Ebene der Leute. On the level of the people. This matter goes beyond the people. Actually, is because there is this freedom of speech that there will be always these dangerous people able to say whatever they want. So what we can do is every person has to be very careful from whom he takes the din. Das geht über das Individuum hinaus, weil aufgrund der Redefreiheit kann natürlich jeder sagen, was er will. Das heißt, der Einzelne muss sicher sein, muss gewahr sein, von wem er seinen din, von wem er seinen Islam nimmt. People have to know the basic of the deen and what means the correct deen. Die Leute müssen ihre Grundlagen kennen und müssen wissen, was der korrekte deen ist. And that's what is defined Ahl Sunnah wal Jamaah. Und das wird definiert als Ahl Sunnah wal Jamaah. But this needs another talk. Aber das wäre dann ein anderer Vortrag. So if you invite me next year, I will define what is correctness in Islam. Und wenn Sie mich im nächsten Jahr wieder einladen, dann definiere ich, was Korrektheit im Islam ist. But at national or government level. Aber auf der Ebene der nationalen Ebene oder auf der Ebene der Regierung. I think the government of Germany has to seek advice from the government of Morocco. Ich glaube, die deutsche Regierung sollte sich Rat bei der marokkanischen Regierung suchen. Because the government of Morocco knows how to deal with this matter. Weil die Regierung von Marokko weiß, wie man mit dieser Angelegenheit umgeht. Da war eine junge Dame da hinten, genau. She said, can it be that the IS or Daesh has something to do with the signs of the last day? Not necessarily, because it's cyclical. Nicht notwendigerweise, weil das Phänomen zyklisch immer wieder vortritt. I've read the description of how these young people used to sneak out and join the Khawarij back in the time, as it is reported by Ibn Kathir. Ich habe ja vorgelesen diese Stelle über die jungen Leute, die sich davon gemacht haben, um sich den Khawarij anzuschließen aus der Zeit, der von Ibn Kathir weitergegeben wurde. So this has happened. Das ist geschehen. It's happening. Es geschieht. Probably will happen in the future. Und wird vielleicht in der Zukunft geschehen. And it's not one of the. I don't think it's one of the signs. It's one of the signs of the last time is that there will be a lot of killing. Obviously, with the weaponry that we have now, the killing can be more intense than what was before. Es gehört zu den Zeichen der letzten Zeit, dass es sehr, sehr viel Töten geben wird. Und mit der Bewaffnung, mit den Waffen, die wir heute haben, kann man natürlich viel, viel mehr Leute ermorden. So in that sense, can be. In dem Sinne, das könnte es auch sein. In that sense, in the sense that they can now inflict more damage and provoke more killing than back in the time. In dem Sinne, dass sie jetzt mehr Morde begehen können und mehr Tote hervorrufen können als damals. Sie. Is it true that the Khawarij have their own scholars to justify their behavior? Right. This is a very good question that takes me to another talk. Das ist eine sehr gute Frage, die mich zu einem weiteren Vortrag führt. Because at the level of Daesh, weil auf der Ebene des Daesh, we don't know any scholar. Kennen wir keine Gelehrten. We don't know scholars. They don't have ulama. Sie haben keine Ulama. People that we know them that they are ulama.
wir kennen da niemanden, der ein Gelehrter wäre. But aber you have to, in order to understand properly the ideology of Daesh, um die Daesh-Ideologie richtig zu verstehen, you have to understand what is Wahhabism. Muss man verstehen, was Wahhabismus ist. Wahhabiyya. Wahhabiyya. And here's where you can find some people who can claim to have knowledge. Und da gibt es einige Leute, die behaupten könnten, Wissen zu haben. There is a link of cause and effect between Daesh or the Khawarij and the Wahhabi movement. Und es gibt ein Wirkungsverhältnis zwischen Daesh und der wahhabitischen Bewegung. Despite a number of Wahhabi ulama, or that we will call them Wahhabi, they don't like to call themselves a Wahhabi, they call themselves Salafi. Wir nennen sie Wahhabis, sie mögen den Begriff nicht, sie nennen sich selber als Salafi. Have denounced Daesh and said these people are Khawarij and these people are against the teachings of Islam. Einige dieser sogenannten Gelehrten haben sie zurückgewiesen und haben sie als Khawarij bezeichnet. But in order to understand properly why Wahhabism is conditionen sine qua non, they say in Latin, is a condition that without it you cannot get to the to Daesh. Also der Wahhabismus ist eine notwendige Bedingung, ohne die man nicht zum Daesh kommt. In order to understand that, we have to understand this other thing that I said, what is correct Islam. Um das zu verstehen, muss man verstehen, was korrekter Islam ist. Because without knowing that, you, even if I tell you about the Wahhabi doctrine, you will not understand. You may, or personally, I'm saying in general, people may not understand exactly why this Wahhabism is one of the causes of Daesh or ISIS. Also ohne Wissen vom korrekten Islam, also nicht jetzt Sie persönlich, aber generell, kann man nicht verstehen, dass der Wahhabismus eine der Bedingungen für Daesh ist. So, these are the only, this so-called Wahhabi stroke Salafi movement that have their own ulama are the only ones who can be called to have ulama. There is a very interesting YouTube, it's in Arabic, unfortunately it's not translated, you know, to other languages, by a alim from Saudi who says that and proves it, speaking about the Durar al-Saniya, which is a famous book on fatawa from the time of Muhammad ibn Abdul Wahhab up to nowadays of fatawa, and he says that sorry. Soweit es die salafitisch-wahhabitischen Ulama betrifft, es gibt ein sehr interessantes Video, allerdings nur auf Arabisch, auf YouTube, wo ein saudischer Gelehrter über eine Fatwa-Sammlung spricht aus der Zeit von Mohammed ibn Wahhab, also von Abdul Wahhab, also dem Begründer des Wahhabismus bis heute. Mm-hmm. It's 11 volumes of fatwas, and he says these are the foundation, the ideological foundation of most of the crimes that are committed by ISIS. Und dieser saudische Gesandte sagt über diese 11 Bände Fatwas, wahhabitischer Fatwas, das ist das ideologische Fundament für die meisten Verbrechen von ISIS. If I'm not mistaken, this alim is called Al-Aini, Sharif Al-Aini. He says, soweit ich weiß, heißt dieser Alim Sharif Al-Aini. And he says, I'm consider myself Salafi. Und er sagt, ich betrachte mich selbst als Salafi. But we're fooling ourselves declaring them deviants. Aber wir belügen uns selbst, wenn wir diese Leute als Abweichler bezeichnen. They are drinking from our own sources. Sie trinken aus unseren Quellen. So he has been bold enough to say this publicly in Saudi Arabia. Er war mutig genug, das öffentlich in Saudi-Arabien zu sagen. Ich glaube, wir machen nur noch eine Frage, weil das Programm geht dann noch weiter. One last question. I think das war der erste. Vielleicht kann man es dann im Zwiegespräch noch machen. That was a very good question. I speak English better than German, sorry. About the end times, but from a different perspective from ISIS themselves, I've read analysis that somehow they seem to believe that they are
bringing forth the end times by the aggressive expansion. There's going to trigger conflict. I translate it into German. Also der Fragende möchte wissen, zurückkommen zur Frage der letzten Zeit, der Endzeit, aus der Sicht von ISIS, dass sie selbst sozusagen sich als Auslöser durch die Gewalt begreifen, diese Endzeit hervorzubringen. How do you see the ISIS group and the attraction they have to these individuals in this kind of, maybe, is this maybe that they have a belief in the coming of the Mahdi or speeding it up? Do you think there's any truth in that? I think they're speeding up the end of their time. Ich glaube, sie beschleunigen das Ende ihrer Zeit. That's what I think. Das ist das, was ich glaube. The history is cyclical. Ihre Geschichte ist zyklisch. And has proved us, und hat uns bewiesen, that they've never been successful. Dass sie niemals erfolgreich waren. Can we just do a good I would like to ask in Arabic. عندنا يعني واحد الحديث من علي بن طالب رضي الله عنه أنه قال أن هم يدعون إلى الحق وليس من أهله يعني هذا الواقع في هذه الزمان وكما ترى يعني صدق سيدنا علي صدق قال الحق اسكت ein Ausspruch des Propheten gefährten Ali der gesagt hat sie rufen zur Wahrheit auf bezogen auf Daesh auf ISIS. Sie rufen zur Wahrheit auf, aber haben keinen Anteil an ihr. Und ich habe ihm gesagt, das ist doch das, was wir heutzutage vorfinden, bezogen auf ISIS. Bei ihr. Ich said that too. Okay, ich würde dann mit Ihrer Erlaubnis den Abend schließen. Vielleicht, wenn noch Fragebedarf besteht, kann das im direkten Austausch geklärt werden. Sheikh Ali ist auch auf Facebook. So you can find him on Facebook. Sie können ihn also auch eine Nachricht schicken auf Facebook. Wir haben da drüben noch ein paar. He wants to make er möchte ein Dua machen. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er bittet Allah den Erhabenen, unseren Propheten Muhammad zu segnen. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and our children and our relatives and our families from this atrocity. Und er bittet Allah, uns, unsere Familien, unsere Kinder, Verwandten vor diesen Grausamkeiten zu bewahren. And any fitna that will happen in this time. Und jedes Übel, was in dieser Zeit geschieht. Make Allah subhanahu wa ta'ala to connect us to him through his messenger and the men or women of Allah subhanahu wa ta'ala. Und er bittet, dass Allah uns mit ihm über seinen Gesandten und die Männer von Allah in dieser Zeit verbinden wird. Because by this connection, Allah gives protection. Denn durch diese Verbindung verleiht Allah Schutz. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us lights and of guidance to the people of this land. Und wir bitten Allah, dass er uns zu Lichtern der Rechtleitung in diesem Land macht. The people of this land have treated well the Muslims. May Allah give them Islam as the only thing we have and the best thing we have. We want to give it to them. Die Leute dieses Landes haben die Muslime gut behandelt und möge Allah ihnen den Islam das Beste, was wir haben, geben. I can't wait for the Germans to become Muslim. Ich kann nicht darauf warten, dass Deutsche Muslime werden. They'll sort us out. They'll fix us out. Sie werden uns der Fixer dort. Yeah, the fix, the rest, the others. Sie werden uns in Ordnung bringen. Inshallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين